Uganda. Gerne wird dieser Binnenstaat in Ostafrika als Perle des Kontinents bezeichnet. Begünstigt durch das ausgeglichene tropische Klima spricht man auch vom immergrünen Land. So ist es nicht verwunderlich, dass 82% der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeiten. Kaffee, Kakao und Bananen werden sogar exportiert. Nach überstandenen Bürgerkriegen und Unruhen im Land macht sich seit Anfang der 2000er Jahre im Süden ein richtungsweisender Wirtschaftsaufschwung bemerkbar. Bildung gewinnt plötzlich an Bedeutung, doch das Schulwesen ist unzureichend. Trotz eingeführter Schulpflicht fehlt es vielerorts an geeigneten Räumlichkeiten. Entweder sind sie baufällig oder seit Jahren schlicht unbenutzbar. Bernd Rickermann und Ludwig Wilkens aus Amsen haben während einer Uganda-Reise im Jahr 2010 erstmals die Lebensumstände der Dorfbewohner in Kabango erfahren. Erschüttert von der Armut, aber motiviert durch die unbändige Lebensfreude der Einheimischen, wollten sie auf jeden Fall helfen. Schon bald darauf wieder ins Dorf zurück. Im Gepäck ein Seekontainer mit Baumaterial einer kompletten Schule. Finanziert durch Firmenspenden aus dem Emsland. Da selbst die Kleinsten hier begriffen haben, dass sie nur durch Bildung eine Chance auf ein besseres Leben haben, konnte sich das Team der deutschen Fachkräfte vor helfenden Händen kaum retten. Ja, wenn man nicht da gewesen ist, kann man sich das alles gar nicht vorstellen. Die Menschen sind immer fröhlich und zufrieden, bei aller Armut, und ihre Gastfreundschaft ist beispielhaft. Wenn man bei ihr in den Hütten zu Besuch ist, wird man eingeladen, immer zum Essen. Und sie geben von dem wenigen, was sie haben, geben sie auch noch etwas ab. Und auch die Kinder, es sind 2400 schulpflichtige Kinder in Kabango. Und was uns auffällt, ist, dass sie ganz selten miteinander Streit haben. Sie sind sehr lernfähig und auch wissbegierig. Also wir haben die Erfahrung gemacht, Kinder, die wollen zur Schule gehen, wollen lernen, wollen Bildung genießen, um ihre Situation zu verbessern, eventuell später Arzt, Lehrer oder auch Handwerker zu werden. Und egal unter welchen Umständen, wollen die zur Schule. Was wir so gesehen haben an der alten Schule, die Dächer waren kaputt, Bänke waren nicht vorhanden, Kinder saßen im Sand. Und somit haben wir dann überlegt, eine neue Schule zu bauen. Aber damit ist für uns aber die Arbeit noch nicht zu Ende. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen und zusehen, dass die Entwicklung da weitergeht. Über 2000 Kinder haben in Kabango nun die Chance auf einen geregelten Schulunterricht, wenn sie nicht gerade von ihren Familien zum Wasserholen geschickt werden. Denn das ist noch immer Frauen- und Kinderarbeit in Afrika. Die weiten Wege zu den Wasserlöchern hindern die Kinder an der Teilnahme am Unterricht. Die bis zu 10 Kilo schweren Wasserkanister sind eine unzumutbare Last für Heranwachsende. Und all das für eine lebensbedrohliche braune Brühe, die sie in ihre Behälter abfüllen. Die Kindersterblichkeit ist hoch in Uganda. Jedes vierte Kind erreicht nicht einmal das vierte Lebensjahr. Für Rickermann und Wilkens steht fest, dass der Bau der Schule nicht ihre letzte Tat in Kabango war.
Über ihren neu gegründeten Verein Belu Uganda Hilfe e.V. sammeln sie Spenden, um bei ihrem nächsten Besuch mit dem Bau mehrerer Brunnen beginnen zu können. Yeah.